Hi, hier ist Robert von OpLife. Herzlich willkommen zu diesem Video. Dieser Channel ist dazu da, dich dabei zu unterstützen, deine mentale Handbremse zu lösen und endlich Vollgas zu geben. Du schaust dir diese Videos an, weil du weißt, dass da mehr in dir steckt. OpLife will dich bei der tatsächlichen Umsetzung deiner Ziele an die Hand nehmen und dich dabei supporten, deine Paralyse hinter dir zu lassen. Du hast ein Oprah Winfrey, Michael Jordan, Will Smith Genie-Level. Mach dein Ding! So, heute lernst du einen einfachen Trick von Rolf Tobelli kennen, den du ausprobieren solltest, um einfacher Entscheidungen zu treffen. Lass uns keine Zeit verlieren und mit diesem Video beginnen. Stell dir vor, du arbeitest seit Wochen bis zur Erschöpfung an dieser Präsentation. Die PowerPoint-Folien sind ausgefeilt. Jede Zahl in Excel ist unanfechtbar. Der Pitch ist ein Musterbeispiel an glasklarer Logik. Alles hängt von deiner Präsentation ab. Wenn du grünes Licht vom CEO bekommst, bist du auf dem besten Weg zur Beförderung. Wenn die Präsentation allerdings floppt, bist du auf dem besten Weg zum Arbeitsamt. Die Assistentin des CEOs schlägt folgende Zeiten für die Präsentation vor. 8 Uhr, 11.30 Uhr oder 18 Uhr. Welche Uhrzeit wählst du aus? Nach diesem Video kennst du die beste Antwort. Lass uns mal schauen, wie die Wissenschaft uns bei der Beantwortung dieser Frage unterstützen kann. Der Psychologe Roy Baumeister, Professor für Sozialpsychologie an der University of Queensland, und seine Mitarbeiterin John Twinger teilten in einem Experiment ihre Studierenden in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe bezeichneten sie als Entscheider, die zweite als Nicht-Entscheider. Der ersten Gruppe wurde gesagt, wir werden euch Sets mit zwei zufälligen Gegenständen zeigen und jedes Mal müsst ihr entscheiden, welches ihr bevorzugt. Am Ende des Experiments geben wir euch einen Gegenstand, den ihr mit nach Hause nehmen dürft. Man ließ die Studierenden glauben, dass ihre Wahl den Gegenstand beeinflussen würde, den sie behalten dürfen. Zu der zweiten Gruppe wurde gesagt, schreibt auf, was ihr über jeden Gegenstand denkt und wir werden einen auswählen und ihn euch am Ende geben. Unmittelbar danach wurde jeder einzelne Studierende darum gebeten, seine Hand in eiskaltes Wasser zu legen und sie dort so lange wie möglich zu halten. In der Psychologie ist dies eine klassische Methode, um Willenskraft oder Selbstdisziplin zu messen. Wenn man wenig oder keine hat, zieht man die Hand sehr schnell wieder aus dem Wasser. Das Ergebnis: Die Teilnehmenden der Entscheidergruppe zogen ihre Hand viel früher aus dem Wasser als die Nicht-Entscheidergruppe. Die intensive Entscheidungsfindung hatte ihre Willenskraft erschöpft. Ein Effekt, der auch in vielen anderen Experimenten bestätigt wurde. Entscheidungen zu treffen ist anstrengend. Jeder, der schon einmal einen Laptop neu konfiguriert oder eine lange Reise recherchiert hat, Flug, Hotels, Aktivitäten, Restaurants, Wetter, weiß das sehr gut. Nach all dem Vergleichen, Abwägen und Auswählen ist man erschöpft. Die Wissenschaft nennt dies Entscheidungsmüdigkeit, vor allem bekannt unter dem Begriff Decision Fatigue. Entscheidungsmüdigkeit ist gefährlich. Als Konsument wirst du empfänglicher für Werbebotschaften und Impulskäufe. Als Entscheidungsträger bist du sogar anfälliger für erotische Verführung. Willenskraft ist wie eine Batterie. Nach einiger Zeit ist sie leer und muss wieder aufgeladen werden. Wie machst du das? Indem du eine Pause machst, dich entspannst und etwas isst. Mach einen Spaziergang, verbringe eine halbe Stunde mit Meditation, mach ein Nickerchen oder trink meinetwegen ein Bier. Die Willenskraft sinkt auf Null, wenn der Blutzucker zu niedrig ist. Erinnerst du dich an die Eingangsfrage mit der Uhrzeit? Vielleicht hilft uns diese kleine Geschichte dabei, die ideale Uhrzeit für deine Präsentation zu wählen. 4 Gefangene in einem israelischen Gefängnis haben beim Gericht eine Petition für eine vorzeitige Entlassung eingereicht. Fall 1, geplant um 8.50 Uhr morgens. Ein Mann arabischer Abstammung, der wegen Betrugs zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Fall 2, angesetzt 13.27 Uhr. Ein Mann israelischer Abstammung, der zu 16 Monaten Haft wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Fall 3, geplant 15.10 Uhr. Ein Mann arabischer Abstammung, der wegen Körperverletzung zu 16 Monaten Haft verurteilt wird. Fall 4, und damit auch der letzte Fall, geplant für 16.35 Uhr. Ein Mann israelischer Abstammung, der wegen Betrugs zu 30 Monaten verurteilt wurde. Wir haben die Richter entschieden. Was glaubst du? Du wirst staunen. Wichtiger als die Herkunft der Inhaftierten oder die Schwere ihrer Verbrechen war die Entscheidungsmüdigkeit der Richter. Die Richter gaben den Anträgen 1 und 2 statt, weil ihr Blutzucker noch hoch war, vom Frühstück oder Mittagessen vielleicht.
Sie strichen jedoch die Anträge 3 und 4 durch, weil sie nicht genug Energie aufbringen konnten, um die Konsequenzen einer vorzeitigen Entlassung zu riskieren. Sie wählten die einfache Option, den Status quo, und die Männer blieben im Gefängnis. Eine Studie über hunderte von Urteilen zeigt, dass innerhalb einer Sitzung der Prozentsatz der mutigen richterlichen Entscheidungen allmählich von 65% auf fast 0 sinkt und nach einer Pause wieder auf 65% ansteigt. So viel zu der sorgfältigen Überlegung von Lady Justice. Aber hey, solange du keinen anstehenden Prozess hast, ist nichts verloren. Du weißt jetzt, wann du dein Projekt dem CEO vorstellen kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich konnte dir einen einfachen Trick vermitteln, wie du besser Entscheidungen triffst. Vergiss nicht, machen ist wie wollen, nur krasser. Mach dein Ding. 500 Likes ist unser Ziel für dieses Video. Gib uns einen Daumen nach oben, abonniere uns, teile das Video und hilf uns dabei, 500 Likes zu erhalten. Vielen Dank im Voraus und bis zum nächsten Video. Dein Robert von OutLive.